plötzlich ist der Kopf wie leer. So muss es sich anfühlen für Menschen mit Demenz. Vieles, was vorher im Alltag ganz normal war, klappt nicht mehr. Und die ganze Welt wird plötzlich anders wahrgenommen. Und sogar die Angehörigen werden nicht mehr erkannt. Vertrautes wird fremd. Hier bei uns sind etwa 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Viele Betroffene ziehen sich erstmal zurück, fühlen sich unverstanden und finden sich natürlich weniger gut zurecht. Deshalb braucht Demenz vor allem eines: Zuneigung. Geduld, Verständnis und Unterstützung sind wichtig für Betroffene und auch für die Angehörigen. Denn einfach ist die neue Lage ja für keinen. Wenn ich als Pfarrerin Menschen im Pflegeheim besuche, sind manche von ihnen dement. Klar bin ich da auch mal unsicher oder verstehe nicht gleich jede Reaktion. Dann versuche ich, mich ganz einzulassen auf den Menschen, der da vor mir sitzt. Viele Menschen mit Demenz sind sensibel für kleinste Schwingungen und oft lachen wir gemeinsam. Manche wollen auch einfach meine Hand halten. Das ist für mich wie ein Zeichen. Wie gut es uns allen tut, wenn wir uns aufgehoben fühlen und wenn wir ganz selbstverständlich Teil der Gemeinschaft bleiben.